Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit meinem WoW-Let's Play auf einem Season of Mastery-Server hier auf der Allianz-Seite. Ich habe ja letzte Woche oder das letzte Mal gesagt, dass ich hier schauen möchte, dass ich die Quests alle, wenn möglich, noch gelb abgeben kann und sie nicht grün oder gar grau werden. Dazu muss ich jetzt erstmal hier die Straße nach Thanassus abgeben, denn es kann gut sein, dass die mich jetzt dann aufs nächste Level, und zwar Level 11, gibt. Warte mal, hatte ich hier hatte ich meinen Punkt, glaube ich, schon vergeben, ja, genau. Für einen wilder Kampf, also für Katze-Bär hergerichtet. Und ja, genau, die patrouillieren hier ja die ganze Zeit. Okay, sie kämpfen. Das finde ich aber gerade ziemlich doof. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich habe ja, glaube ich, habe ich nicht in Thanassus auch eine Quest zum Abgeben? Nee, ich hätte... Ignorieren bitte. Ich hätte hier eine Level 10 Quest. Was habe ich hier? Moonglade. Verfügbar. Oh, fuck. Okay, das sind ein paar Quests. Was führt euch hierher? So, die Straße nach Thanassus. Ihr habt den guten Leuten von Dolana und Thanassus gute Dienste geleistet, tapferer Druide. Als Mitglied der Schildwache von Teldrassil beglückwünsche ich euch zu euren Bemühungen. Danke. Ja, genau so ungefähr habe ich mir das vorgestellt, dass ich da jetzt ein Level up habe. So, dann schauen wir jetzt mal eben schnell, was ich hier so abgeben kann. Ach ja, genau, die Tumore waren das. Die Tumore. Moosartiger Tumor. Aber so die eine Quest, die habe ich jetzt abgegeben. Genau, die Straße nach Thanassus. Jetzt muss ich nur kurz mal gucken. Reload. Ob Questi das jetzt eigentlich resigniert hat, dass ich die Quest hier abgeschlossen habe? Ja, hat's. Okay, dann war das nur nicht aktuell. Okay. Gut, dann möchte ich hier mal die anderen beiden Quests noch abgeben. Also ich befürchte ja, dass ich hier mit den Quests auf Kriegsfuß komme dann. Aber ist ja wurscht. Die Relikte des Erwachens. Kalonia. Die entführten Druiden der Kralle werden auf ewig im smaragdgrünen Traum gefangen gehalten. Wenn wir die Relikte des Erwachens nicht aus dem Grabhügel von Banetil im Westen herbringen können. Jede Minute, die wir zögern, bringt ihr Schicksal einen Schritt näher an die ewige Verdammnis. Ich hoffe jetzt nicht mehr, aber mal gucken. Gell? Oh, ein nettes Gerät, was wir da kriegen. Ihr hattet Erfolg, junger Druide. Gut gemacht. Und gerade rechtzeitig, wie ich hinzufügen möchte. Ja. Ursaal der Raufer, jetzt ist die Zeit gekommen, die Druiden der Kralle zu retten. Kalonia, sollten wir jetzt versagen, sind sie für immer im Schlaf verloren. Ich werde die Relikte des Erwachens vorbereiten und das Ritual durchführen, damit meine Arbeit Wirkung zeigen kann. Muss die verfluchte Bestie, die für diese schreckliche Situation verantwortlich ist, getötet werden. Erst dann ist das Ritual vollkommen. Es war Ursaal der Raufer, der sich in die Berufung unserer Brüder eingemischt hat. Und er ist es auch, der nun bezahlen muss, damit sie befreit werden können. Begebt euch nach Südwesten zur Höhle der Knarzklauen und erschlagt ihn. Lebt wohl. Warte mal, habe ich jetzt überhaupt? Jetzt muss ich das wieder ignorieren. Ich muss da, glaube ich, mal die Dings durchgucken wieder. Genau, warte mal. Ein Blümchen, das wollen wir ja auch wieder einsammeln. Nein, 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 nein. Sag mir jetzt nicht, dass ich da zwei Quests über habe. Nein. So, warte mal. Hast du eine Quest? Nein. Hast du eine Quest? Nein. Hast du eine Quest? Nein. Lebensmittel, Getränke brauche ich jetzt aber auf alle Fälle mal. Heute nehme ich schon Milch? Nee, die ist noch ziemlich teuer. Wir lassen das mit der Milch. Dip. So, warte mal. Das kann ich so machen. Und diesen hier verkaufen.
Lehrer für Erste Hilfe. Habe ich Erste Hilfe überhaupt schon gelernt? Nee. Hatte ich, glaube ich, noch nicht gelernt, weil ich keine Kohle dafür hatte, gell? Oder war das beim anderen? Erste Hilfe? Erste Hilfe. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Kochen. Erste Hilfe. Wir könnten eigentlich auch schon skillen, gell? Hm. Ich möchte noch warten. So, jetzt wollen wir mal da nach oben gucken. Handwerkswaren, Gemischtwaren. Wieso werden mir da zwei Quests angezeigt? Mir passt das gerade gar nicht, dass mir da zwei Quests angezeigt werden. Vor allem die sind grün. Die sind grün? Nein, du Arsch. Seid gegrüßt. Nein. So ein Kack. Naja, der Smaragd grüne Traumfänger. Einst erhielt ich von Gaerolas Talwitten. Das ist ein geiler Name, Alter. Wem sind denn die eingefallen, bitte? Dem Bewacher der Druiden im Grabhügel von Banetil einen smaragdgrünen Traumfänger. Und dieses mächtige Amulett ist in der Lage, Energie aus dem smaragdgrünen Traum abzuziehen und damit denen, die es tragen, Glück zu bringen. Leider habe ich den Traumfänger nicht mehr aus meiner Kommode in Starbreeze holen können. Starbreeze war einst ein ruhiger Ort, aber jetzt ist er durch die Furbolgs, die sich dort aufhalten, der Verderbnis gefallen. Wärt ihr vielleicht bereit, mir meinen Traumfänger wieder zu beschaffen, Druide? Immer wieder gern. Warum sagst du mir das denn nicht vorher? Krankhafter Hass. Ich muss euch warnen, Kalonia. Das hier muss absolut unter uns bleiben. Die Satyren bereiten uns schon genug Ungelegenheiten, aber dieser eine hier scheint sich zu einer echten Bedrohung zu entwickeln. Lord Melenas ist sein Name. Er lebt in der Nähe der Teufelsfelses in einer Höhle, in der er ein großes Kontingent Krillkrieger um sich versammelt hat. Sein Herz ist so schwarz wie die Nacht und er führt etwas äußerst Übles im Schilde. Ihr müsst ihm in der Nähe in der nahegelegenen Höhle gleich nördlich von hier suchen und mir seinen Kopf bringen. Okay, das sollte ich mit Leichtigkeit eigentlich zusammenbekommen. Wo ist eigentlich mein Druidenlehrer? War ich bei dem schon? War ich denn bei dem schon? Wenn wir hüpfen hier mal runter. Au. So. Druidenlehrer. Oder ist. Ah, da steht, glaube ich, da unten, gell? Kriegerlehrer, Jägerlehrer, nee, Burgenmacher. Waffenschmied, Schurkenlehrer, Tuchmacher. Da unten haben wir ja auch noch. Oh, da haben wir sogar zwei Quests. Hallo Druidenlehrer. Dem Ruf folgen. Entschuldigung, es ist mir zu Ohren gekommen, dass Matrengil, Alter, ja, dass der eine Typ da bekannt gegeben hat, dass er mich mit euch sprechen möchte. Es scheint, dass eure Ausbildung als Druide ein neues Gesicht bekommen soll und dass er euch persönlich ausbilden will. Der eine Typ da ist der direkte Assistent des Erzdruiden selbst und einer der befließesten und erhabensten Druiden, die ihr in Teldrassil finden könnt. Er befindet sich in der Enklave des Szenarios von Danassus, im zweiten Stock von Fandral. Okay. Bis bald. Also der schickt mich einfach mal weg. Wucherwurzeln. Moonfire. Heilende Berührung. Mal der Wildnis. Verjüngung. Finde ich voll super. Ich habe die Hälfte von meinem Geld ausgegeben. So, habe ich eigentlich schon Post? Nee, ich hatte, glaube ich, noch gar nichts. Ich hatte, glaube ich, noch gar nichts eingestellt. Bei wem habe ich schon was eingestellt? Ich glaube, bei meinem Priester habe ich schon was reingestellt, glaube ich. Hm, wurscht. So, zunächst schenkte man den Berichten wahnsinnig gewordener Furbolgs keinerlei Beachtung. Wer hätte gedacht, dass sich diese sonst so friedliebenden Bärmenschen einmal in hirnlose Furien verwandeln würden? Es gibt jedoch noch ein weiteres Problem, das uns hier in unserer neuen Heimat plagt. Shandu Stormrage tauchte nie wieder auf und die Druiden waren in heller Aufregung. Bis zum heutigen Tag weiß niemand, was aus ihnen geworden ist. Da Malfurion unauffindbar war, übernahm der Erzdruide Fandral
die Führung der Druiden und überzeugte den Kreis der Urtume in Dunkelküste davon, dass es an der Zeit wäre, unser Volk neu zu organisieren und dass es ebenfalls an der Zeit wäre, unsere Unsterblichkeit wiederzuerlangen. Mit Zustimmung des Kreises pflanzten Stackhelm und die mächtigsten der Druiden Teldrassil den neuen Weltenbaum. Toll, ich habe den Rest der Geschichte schon längst wieder vergessen, aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. So, warte mal, wir haben ein neues Mal der Wildnis bekommen. So, mit Teldrassil stand es jedoch nicht zum Besten. Stackhelms sorgfältig durchdachte Pläne für den neuen Weltenbaum, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Schrift ein bisschen größer machen sollte. warte mal, wie kann ich denn das nochmal machen? War das Leatrix? Warte mal, Maps. Zeige POI. Aber das ist doch eigentlich die Map. Zeige Geistheiler, Show Zone Crossing, Show Travel Points for Opposing Faction. Ja, das nehmen wir auch gleich mit. Kartentransparenz. Automatischer Zonen. Ja, jo, das könnte man nehmen. Angeheftete Karte. Nein. Benutzt die Standardkarte. Nein, das möchte ich nicht. Verbessertes Schlachtfeld. Zeige Minikarten-Button. Nö, das brauchen wir alles nicht. Wo habe ich denn das nochmal größer gemacht? Oder war das in Dingen selber? Leatrix Maps. Oh, okay, jetzt habe ich da... Oh, WTF. Jetzt habe ich im Prinzip zwei Minimaps oder was? Oh, ups. Unlock Battlefield Map. Achso, warte mal. Warte mal, ich glaube, ich werde Zone Map Never, Battlegrounds Always. Okay. Ich glaube, jetzt werde ich hier einfach nochmal laden. Das tut mir jetzt richtig leid, dass ich das ausgerechnet jetzt mache, aber ich sehe heute die Schrift fast nicht. Ich werde schon alt. Da, Text! Mail-Textgröße, Quest-Textgröße, da war es, Buchtext. Okay, warte mal. Mach mal auf hier. Ich bin ganz Ohr. Oh. Okay, ich sehe heute generell einfach nur Scheiße. Aber ich glaube, ich mache das mal so. Buchtext, das machen wir. Achso, das ist eh schon auf. Ach, das ist gleich auf 15, okay. Ich habe eine Vermutung. Wenn ich das jetzt größer mache. Nö. Okay. Nö. 14. Ja, wurscht. Mail-Textgröße. Neuladen. UI. Hide-Action-Button-Text. Gebietstext. Verbergen. Porträtnummern verbergen. Fehlermeldungen verstecken. Chat-Text. Checkt Kontakte. Einladen via Flüstern, Stichwort Inf. Oh, okay, das kommt von dem Addon. Das wusste ich gar nicht. So, einmal lade ich jetzt noch. Also ich sollte mir, glaube ich, Addons echt besser ansehen. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier mir ein bisschen leichter tue. Krone der Erde. Mit Teldrassil stand es jedoch nicht zum Besten. Achso, warte mal. Hä?
Okay. Stackhelms sorgfältig durchdachte Pläne für den neuen Weltenbaum entwickelten sich nicht so, wie er gehofft hatte. Denn es gab ein kleines Problem. Ein Problem, das die Ursache für viele weitere Probleme Teldrassils ist. Wie dem auch sei, dazu komme ich später. Ich müsste den letzten Mondpol nordwestlich von hier in der Lichtung des Orakels aufsuchen. Unter den Ästen des Orakelbaums befindet sich der wichtigste und mächtigste unserer Brunnen. Beschafft eine Fiole seines Wassers und bringt sie mir. Machen wir, wird gemacht. Machen wir, wird gemacht. So, 20 Quests habe ich. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss einmal in die Höhle da nach oben. Da war ein Geistheiler, okay. Und da müssen wir, okay, wir laufen jetzt erstmal da drüben hin. Man kann ich hier jetzt eigentlich irgendwas lernen? Kochgeselle. Kann ich hier irgendwas kochen? Nachdem ich keine Materialien habe, kann ich nichts kochen, gell? Ist das kacke. Aber wurscht. So, jetzt haben wir eine Viertelstunde damit verbracht, dass ich hier Quests vorlese und mein UI ein bisschen verändere. Nee, ich sehe heute echt, also ich bin scheinbar nicht gar so gut ausgeschlafen. Gefühlt bin ich auch nicht so gut ausgeschlafen. Ich habe zwar etwas besser geschlafen als sonst, also die restliche Woche überhaupt, aber ja, es hätte besser sein können. Es hätte viel besser sein können. Mich nervt es immer noch, dass ich das nicht vorher schon angenommen hatte. So. Was habe ich denn hier jetzt? Rang 1. Rang 1. Was haben wir hier? Nee. Was haben wir da? Rang 2. Heilende Berührung. Rang 2, bitte. Oh, oh. Ich laufe da gleich. Was haben wir denn da drüben? 1 Silberblatt. So, Verjüngung wird, glaube ich, eher automatisch gemacht. Dann haben wir Moonfire und Zorn. Zorn haben wir schon, Moonfire. Und Wucherwurzeln haben wir auch noch bekommen. So, Wucherwurzeln. Mir wurde ja gesagt, dass, oder vorgeschlagen, empfohlen, so muss ich sagen. Mir wurde empfohlen, dass ich mehr Shortcuts verwende. Alter, wieso sind hier auf einmal so viele Blumen? Das heißt, die Wucherwurzeln sollte ich dann vielleicht irgendwie... Alter, was geht denn hier ab? Wieso ist da gerade eine Spinne erschienen? Was habe ich denn hier jetzt? Das heißt, die Wucherwurzeln, sollte ich weiterreden, halt auch noch, gell? Wo setze ich die Wucherwurzeln am besten hin? Wo ist denn jetzt der eine Punkt? Ah, da. Wo setze ich denn jetzt die Wucherwurzeln am besten hin? Ich sollte mir die Tastaturbelegung noch vorher ansehen, gell, bevor ich mir da irgendwas überlege. Was ich nicht alles machen sollte. Schau, der Weg der Pflanzen hat mich sogar eigentlich zum direkten Ding hierher gebracht. Ist das nice. Ist da nicht eigentlich ein Rare auch irgendwo rumgeeiert? Ich glaube schon, gell? So, jetzt wollen wir hier mal... Nein, fuck. Au! Du Arsch! Warte mal. Jetzt wollen wir dich mal hier so machen, gell? Edge. Edgy, patchy.
Da ist der Rhea. Schaffe ich den? Ja, vielleicht schon. Nein, ich schaff's nicht. Naja, vielleicht schaffe ich es doch. Nicht genug Mana, Scheißdreck. Nicht. Scheiße. Uruson. Oh, was haben wir denn da jetzt bekommen? Ah, da sind die Taschen. 36 Leder. Die nehmen wir. Wird an euch gebunden. Ja, ist klar. Ist die hässlich. Ist die Hose hässlich? So. Es kommt sicher der zweite auch noch raus. Bam, 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 bam. Achso, nee, genau, das muss ich ja hier einsammeln. Da war was. Da war was gewesen. Ich finde das immer noch so geil. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich mit meiner Freundin spreche, die aus Deutschland kommt, weil ich selbst bin ja aus Österreich. Das könnte ich größer machen. Aber nicht jetzt. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ah ja, genau, die kommt aus Deutschland. Ich bin ja aus Österreich und so. Und wenn sie dann jedes Mal was erzählt, was halt war, was schon Geschichte ist, was man nicht mehr verändern kann, sagt sie halt immer wahr gewesen. Und wenn man das mal genauer hinhört, sagen das eigentlich ziemlich viele wahr gewesen. Und ich denke mir jedes Mal, ich meine, ich sage es manchmal auch, ich meine, im Dialekt hört sich das nicht so witzig an wie im Deutschen. Also für mich halt, muss ich sagen, für mich persönlich. Und wenn ich dann ab und zu mir selbst genau zuhöre, dann sage ich auch unbewusst wahr gewesen, nur halt im Dialekt. Und dann denke ich mir so, ja, über sie mache ich mich lustig, weil sie ständig die vollendete Vergangenheit verwendet von der Zeitform her, obwohl die Vergangenheit an sich ja eigentlich auch schon reichen würde, weil vergangen ist vergangen, du kannst so oder so nichts mehr dran ändern. Gell? Wobei ich stelle mir dann eigentlich eher wieder die Frage, wozu gibt es überhaupt die vollendete Vergangenheit? Das ist so, weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie schwachsinnig, dass es die Zeitform überhaupt gibt. Aber ja, irgendwer wird sich dabei schon was gedacht haben. So, wir haben da wieder Silberblatt und eine Spinne. Ich hasse Spinnen. Edge. Also das mit den Wucherwurzeln ist echt cool. Gucken ich hin. Ich renne gerade irgendwo hin. Nein, lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Echt jetzt? Also da haben wir wieder zwei Blumen. Die Katze hier, die greift mich sicher auch. Was habe ich denn da noch? Silberblatt. Wo ist denn da ein Silberblatt? So, Friedensblume. Ah, das Silberblatt ist da drüben. Aber jetzt bin ich hoffentlich eh schon auf dem Weg zur Höhle, oder? Hoffe ich mal.
Toll! Wieder ein Platz weniger. Yay! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich irgendwie Taschenmangel habe? Platztaschen, Taschenplatzmangel? Ich habe ihn nach wie vor. So. Nein, das geht nicht. Okay. Ein Versuch war es wert. Ich werde jetzt einfach mal den hier anwenden. Okay, Leinenstoff könnten wir auch gebrauchen. Sehe es, was Eberbrockenfleisch? Stockfleisch. Das ist ja kein Eber. So, wo steht denn der Typ? Steht der oben oder unten? Oh, nochmal Willenskraft. Sehr schön. Ich habe keinen Platz mehr. Da steht ja da drin. Ich habe keine Ahnung. Aber hier ist er nicht. Da ist er noch nicht. Hoppala. Ah, wir haben ja... Oh, wir haben wieder einen Punkt zu vergeben. Wurscht. Das machen wir nachher. Gegen Ende. Feenfeuer? Echt jetzt? Rüstung um 144 verringert. Das ist ja richtig mies. Oh, da haben wir wieder ein Rare. Ich habe nur zu wenig Mana. Okay. Der geht aber wieder zurück. Das ist sehr gut. Wie der durch die Gegend rennt. Alter, ist das geil animiert. So, du kommst jetzt mal her. What the hell? Echt jetzt? Ist das euer fucking... Ich kann nur draußen benutzt werden. Fuck! Ich kann nicht mehr tragen. Echt jetzt? Ist das euer fucking Ernst? Du stehen bleiben, danke. Kann ich hier, warte mal, ich kann hier was essen, ne? Der hätte nämlich eine bessere Brust für mich. Also eine mit mehr Rüstung. Das ist immer gut. So, und wo ist jetzt der Typi, den ich brauche? Nicht da. Ernsthaft jetzt? Milenas Kopf. Jetzt sei mal nicht böse. Wo ist denn der? Ich meine, mal abgesehen davon, dass ich eh keinen Platz mehr habe für irgendwas. Leute. Inventar ist voll. Echt jetzt? Das gibt doch Kohle. Okay, für zwei Kupfer ist es wurscht.
Jetzt wären wir wieder dabei, dass ich zu kleine Taschen habe, gell? Bei dem Thema. Ah, da ist er. Okay. Oh oh. Oh oh. Was ist das denn jetzt? Verringert die Trefferchance um 25%. Was bist denn du für ein Arsch? So, wir werden uns ja noch ein bisschen hochheilen, ja? Bist du deppert? Das war jetzt aber schon sehr knapp. Verdammt knapp. So, da ist er, unser Lord, gell, den wir brauchen. Dessen Kopf wir einsammeln sollen, wofür wir keinen Platz mehr haben. Ja, wie, du heilst dich auch? Willst du mich verarschen? Wieso bist du ein Druide? Nee, da bleiben. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Wie lange dauert denn das noch? 23 Minuten. 13? Habe ich irgendwas, was 36? 13? 33? Ja, eins von dem. Warte mal, was ist das? 6. Und das wird verkauft. Also weggeschmissen, sagen wir mal so. Gut. Respawn. Kann ich hier einfach rausrennen? Normalerweise sollte das hier funktionieren, oder? Einfach rauslaufen. Ich müsste nämlich eigentlich mal dringendst meine Taschen leeren. Wieder mal. Oh. Blümchen gibt's auch wieder. Level 9. Typ. Ich muss näher ran. Lässt mich die Katze in Frieden? Was meint ihr? Momentan schaut's danach aus, gell? DDLFGSM. GY/lib. Ja, wie gesagt, das ist irgendwie der einzige Scheiß dabei. Auf diesem Server sind halt wirklich alle Sprachen vereint. Das ist so wie auf einem Privatserver eigentlich. Also so gesehen. Und ja, da sind halt teilweise Ausdrücke dabei, die entweder der eigenen Sprache entspricht von dieser Person. Was teilweise, keine Ahnung, was für eine Sprache sein kann, die ich halt nicht kann. Oder es ist teilweise auf Englisch, und da ich aber die meisten Bezeichnungen auf Englisch nicht kenne, sitze ich dann selbst immer da und denke mir, was willst du? Für was suchst du? Aber sie wurscht. So, das Marktgrüne Traumfänger. Bitte sputet euch. Ich kann nur hoffen, dass mein smaragdgrüner Traumfänger von den Fuhrbolgs nicht beschädigt wurde. Habt ihr ihn schon zurückgeholt? Ja. Mein smaragdgrüner Traumfänger ist mir äußerst wichtig. Er ist ein Geschenk, das nicht jedem zuteil wird. Danke, dass ihr ihn zurückgebracht habt. Bitte gern. Ferocitas, der Traumfresser. Ah, der Smaragd. Er ist weg. Mein Traumfänger ist beschädigt. Eine Gruppe von Knarzclown-Mystikern lebt im Norden von Starbreeze. Ich habe gehört, dass ihr Anführer Ferocitas, der Traumfresser, seit einiger Zeit eine Halskette trägt, die des Nachts grün leuchtet. Jetzt, wo ich meinen Traumfänger sehe, bin ich mir sicher, dass er meinen Smaragd gestohlen hat. Er würde nie verstehen, dass dessen Macht völlig nutzlos für ihn ist. Findet das verlorene Juwel, Kalonia, und wenn ihr schon mal dort seid, erledigt auch gleich einige dieser verderbten Mystiker. Del Nadris.
Habt ihr Lord Melenas schon getötet? Es ist wichtig, dass man ihn schnell und stillschweigend beseitigt, Kalonia. Solange er lebt, wird er uns allen Ungemach bereiten. Ich habe alles erledigt. Stoffschuhe, Lederhandgelenke. Wir nehmen die hier. Da Lord Melenas jetzt endlich zur Strecke gebracht ist, kann ich mich anderen Dingen zuwenden. Danke, Kalonia. Bitte, gern. Ich mache immer die Drecksarbeit für alle anderen. Hui. Hui. Einmal runterspringen. Also, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Wir müssten eigentlich da drüben hin, nochmal einen Mystiker kaputt machen. Ja, dann gehen wir halt da drüben nochmal hin. Level 8. Also die Quests Level 8. Jetzt habe ich schon bald Level 12. Das ist kacke. Aber es ist eigentlich zu erwarten auf diesem Server, dass man nicht alles machen kann, weil man hier ja... Wieso ist die Map so weit oben eigentlich? So, warte mal. Weil man hier schneller questen soll angeblich. Ich meine, bei meinem Level-Stil ist das, glaube ich, eher weniger der Fall, aber... Was soll's? Es soll ja Spaß machen, das Spiel. Und da ich gern queste, wird das halt länger dauern. Da ist ja meine Freundin absolut das Gegenteil von mir. Sie hasst Questen. Alleine sowieso. Zu zweit geht's dann. Aber dann soll es am besten auch flotti-flotti gehen. Zacki-zacki. Und so schnellst wie möglich halt Max-Level erreichen, damit sie dann das machen kann, wofür sie eigentlich lebt, sprich dann anderen Leuten zu helfen, sie durch Innis zu ziehen und solche Sachen, beziehungsweise selbst Innis zu laufen und zu raiden dann. Das macht sie nicht gerne. Ich meine, Leichnam kann ich schon reizen. Nein, ich kann da nicht reizen. Ne? Friedensblume. Sie ist hinter mir. Da ist der Leichnam. Da ist die Friedensblume. Okay. Toll, jetzt habe ich wieder null Platz. Ich brauche Taschen. Wenn ich das nächste Mal in Danassos bin, sollte ich mal ins Aha schauen, ob ich da 6 Platztaschen finde. Kostengünstig. Weil das Geile ist ja, sie hat ja auch immer das Glück, wenn sie Gruppen sucht, dass sie in 0, nichts die Gruppen voll hat. Gut. Schön. Ist mal eine Sache, gell? Wenn sie was verkaufen will, wird sie auch immer gleich angesprochen und hier und da und alles. Oh oh. Was war das denn jetzt? Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Was geht jetzt ab? Wieso ist meine... Hä? Hilfe. Hilfe! Krieger. So, ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Nein. Da muss ich hoch. Gärtner. Aha, wen haben wir denn da? Rotten. Rotten, du bist, glaube ich, in irgendeiner Gilde drin, oder? HC, was steht da? HC Token? HC Tango? Okay. So, Mystica. Mystica. Zoan. Ich habe mich bereits jetzt auch entschieden, welche Team ich nehme. Für BC. Oh ja. So, erfrischendes Quellwasser. Wo bist denn du jetzt eigentlich hin? Brauchst du Hilfe? Soll ich dir helfen?
Nachtsäbler. Wo ist denn der Druide jetzt hin? Hallo, Druide? Brauchst du das nicht? Nee, ich habe mich nämlich jetzt entschieden für einen Schamanen und einen Schurken. Und da ich ja Blutelf-Drenei spielen möchte, passt das eigentlich nie gut. Ich meine sicher, ich hätte auch Paladin nehmen können, aber einen Paladin level ich schon mit meiner Freundin zusammen hoch. Und ja, zwei Paladine hochleveln will ich irgendwie nicht. So, den erstmal. Hoho. Wie viele Mystiker brauche ich eigentlich noch? Zwei brauche ich noch. Ja, das wird jetzt dann auch langsam mal knapp, gell? Oh, da haben wir wieder... Wieso sieht die Map so komisch aus? Silberblatt, Friedensblume. Haben wir da irgendein Eck, wo man da hingehen kann? Ja, war klar, dass ich dich jetzt pulle. Da muss ich hin. Und die Friedensblume ist da mitten am Weg. Genau, und einen Mystiker brauchen wir da noch. Talconias Juwel. Das habe ich noch. Ah! Oh, scheiße, das muss ich aufmachen auch noch. Mein Inventar ist voll. Ja gut, okay, ich hab's aber. Der leuchtende Smaragd muss einfach nur herausgezogen werden. Okay, machen wir dann. Machen wir dann. Aber eins nach dem anderen. So, da haben wir unser Blümchen. Jetzt haben wir eh gleich wieder ein Level up. Dann haben wir ein ganzes Level auf alle Fälle hier in diesem Video gemacht. Eigentlich haben wir das eh schon längst voll. Sieben von sieben, sehr schön. Ja, Quest, die wollte ich dann eigentlich auch noch hier ausschalten, gell? Quest, die Quests mitteilen. Ah, das hatte ich schon ausgeschalten, passt. Ausgezeichnet. Dann muss ich jetzt nur noch zurücklaufen. Nachtsäbler. Ich glaube, der hätte das gar nicht gebraucht, kann das sein? Friedensblume. So, jetzt können wir dann schon die nächste Stufe von der Kräuterkunde lernen. Und ich sollte dann wirklich mal dringendst nach Danassus, dass ich meine Taschen irgendwie wieder leer machen kann. Und dass ich auch ein paar Sachen vielleicht schon ins Aha stellen kann. Das wäre echt nicht schlecht. Also, merke, wir müssen zum Aha. Also wir müssen erstmal nach Danassus. Da müssen wir zum Aha. Da müssen wir zu einem Questgeber auch gehen, wenn ich das endlich... Oh, achso, genau. Meine Taschen sind ja voll. Das hätte ich vorher nicht mal machen können, gell? Ja, die Taschen ja dann gleich mal alle voll waren. Neun. Schmoren. Was? Zwei Level drüber. Jetzt bin ich schon zwei Level drüber. Das heißt, die Level 9 Ding wird es dann auch grün. Scheiße. Plan ist missglückt. Leider. Leider. So, jetzt muss ich erstmal hier die Sachen verkaufen, gell? Stab. Schwere Rüstung, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Das verkaufe ich mal alles. Am besten bei einem Rüstungshändler. Würde ich mal behaupten. Bogenmacher. Rüstungsschmiedin. Okay. Verkaufen. Delnadris. Delnadris.
Dann kann ich den hier aufmachen. Dann ist die Quest nämlich auch fertig. Ja. Wunderbar. Moonglade. Verfügbar abgeschlossen. Dem Ruf folgen. Ah, okay. Ja, verstehe schon. Moonglade. Ah, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Das ist das Druidengebiet da, hier oben. Moonglade. Genau. Genau. So. Ferocitas und die Gnarzklauen-Mystiker müssen mir zurückgeben, was mir gehört. Bitte holt den Smaragd zurück, damit ich meinen Smaragd-grünen Traumfänger reparieren kann. Bitteschön. Jetzt kann ich meinen Traumfänger reparieren. Danke, Kanonia. Bitte, gern geschehen. Und jetzt, ja genau. Also ab 3 Level drüber ist die Quest grün. Alter, da komme ich ja voll in den Stress rein. Wie mistig ist das denn? So. Jetzt wollen wir uns mal einen Platz wieder machen, wenigstens. Indem wir diesen einen grünen Apfel hier abgeben. Oh, warte. Du kriegst was von mir. Genau. Da hast du es nämlich nicht. Sowas kriegst du und dein Pet kriegt sowas auch. Ja. Ja. Gut. Ich verstehe gerade voll nicht, was da vorher abgegangen ist. Why fishes are smart? Because they are always in school. Was? In schools? Plural of fish is fish. This is smart. Sehr gut. Holy kiss. Ey, you ever, was? You ever hear it sleeping with the fishes? Okay, aber grammatikalisch ausgebessert. Voll einer auf den Deckel gegeben. Plural von Fisches, Mehrzahl von Fisches, Fisch. Aber sowas hätte von mir auch kommen können. Also jetzt nicht das Ausbessern, das Plural von Fisch, Fisches, sondern eher die Fisches. Einfach, weil ich Englisch viel zu selten verwende. Aber was soll's. Ist halt so. Kalonia, ihr seht aus, als wolltet ihr mir etwas sagen. Habt ihr Neuigkeiten bezüglich der Bäumlinge? Keine Ahnung. Genau, ich habe so eine Frucht gefunden. So war das. Ich habe eine Frucht gefunden und ich habe mir gedacht, das könnte dich vielleicht interessieren. Da hast du die Frucht. Ihr habt das in Teldrassil gefunden. Interessant. Eine exotische Frucht. Vielleicht sind ihre Samen von weit her hierher gelangt. Vielleicht sogar aus Azeroth. Irgendetwas ist mit dieser Frucht. Sie scheint sich auf sehr seltsame Art dem Erdboden Teldrassils angepasst zu haben. Danke, Kalonia. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen wollt, ich muss das hier näher untersuchen. Seid vorsichtig. Bitte, gern geschehen. Immer wieder gern. Jetzt muss ich Tumore einsammeln. Tumore. So, was haben wir hier? Was haben wir da? Was haben wir da? Wo ist denn das? Eine Erdwurzel. Oh. Komme ich da jetzt so überhaupt rauf? Wahrscheinlich das, gell? Friedensblume. Ja, okay. Scheiß drauf. Wir haben hier eh noch genügend Mal. Nein! Nein! Alpha-Hand. Nimm mir nicht meine Tumore weg. Ich muss näher ran. Achso, du nimmst meine Tumore nicht weg. Das finde ich voll super. Hier. Bam, 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 bam. Wo sind meine Tumore? Da drüben erst, okay. Hatte ich den vorher schon gebufft?
Ich habe nicht drauf geachtet, wie der aussah oder wie der hieß, den ich gebufft hatte. So, der greift mich jetzt sicher an. Lass mich in Ruhe. Silberblatt. Oh. Ich glaube, ich spam jetzt, also ich mülle jetzt erstmal hier meine Taschen wieder mit Pflanzen voll, glaube ich. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich gerne Reisegestalt hätte? Dann kann ich als Katze rumrennen. Als Gepard. Alter. Wieso sind hier so viele Pflanzen? Na, lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Du müllst wieder nur meine Taschen voll. Du scheiß Gegner. Voll das, auf der Erde voll das Geräusch von Holz. Toll, wenn du drauf trittst. Die sind nervig. Habe ich das schon mal erwähnt? Ihr seid echt nervig. Ich liebe das auch. Okay, der Stack ist auch schon bald wieder fast voll. Sehe ich nicht normalerweise, wo ich noch was habe? Ah, da unten. 15 habe ich auf der Bank. Echt jetzt? Ich war fast fertig mit einem Ausrupfen von dieser dumpfen Pflanze und du greifst mich einfach an und brichst mich ab. Und brichst den Vorgang ab, so muss ich sagen. So. Das heißt, warte mal, ich habe hier eins auf der Bank, da habe ich keinen vollen Stack. Hier habe ich noch nicht ganz zwei volle Stacks. Silberblatt. Fehlt auch noch ein bisschen was, dass ich drei volle Stacks habe. Aber da habe ich schon zwei volle, das heißt, verkaufen könnte ich es dann schon. Allerdings, wenn das hier so wie Sand am Meer rumlungert, wird es wahrscheinlich nicht gar so teuer sein. Aber mal gucken. So, gibst du mir so einen Tumor? Nee, du gibst mir keinen Tumor. Was haben wir da jetzt? Magnus Königskraut, da. Oh, das kann ich sogar schon einsammeln. Echt jetzt? Der widerstehen. Aha. LFG vom Moala, dem... Wieso sagt mir das... Warte mal. 32 Nachtelf, Moala, dem... Ah, weiß ich schon wieder. Moala, dem ist in Dunkelküste. Nee, warte mal, nicht Dunkelküste. In... du gibst mir Tumore. Du gibst mir noch keinen. Du gibst mir auch keinen. Dämmerwald, da steht sie. Ich denke mir gerade so, Moala, dem. Das kommt mir so bekannt vor. Das hatte ich, glaube ich, zuletzt mit Dingens gemacht, mit meinem Magier. Mhm. Du gibst mir keinen, du gibst mir einen. Erdwurzel. Ja, jetzt werden wir erstmal die Quest hier fertig machen. Damit ich sie dann da abgeben kann und nach Teltrassil, also nach Thanassus gehe. So, das essen wir jetzt gleich, damit wir wieder Platz bekommen. 67 gesamt. Ja, weil Lavendula dazu zählt. Das sollte ich vielleicht auch mal einstellen, dass das Friedensblume Erdwurzel.
ein... Oh. Der gibt mir der dann überhaupt was? Ich glaube nicht, gell? Nee. Okay, das heißt aber, da sollte ich möglichst nicht reingehen, gell? Das ist jetzt dann aber gerade ziemlich doof. Das ist dann gerade ziemlich doof. Sag mal, waren das wirklich nur so wenige oder haben die das vielleicht auch gedroppt? Weil anzeigen tut mir da gar nichts. Hoppala. Aber da waren doch mehr normalerweise, oder? Moosartiger Tumor. Echt jetzt? Das ist eine Quest, die ich alle heiligen Zeiten nur machen kann. So, kann ich dich irgendwie... Kann nur draußen benutzt werden. Okay, warte. Ja, so geht's natürlich auch, wa? Aber du gibst mir das eh nicht, was ich haben möchte. So, du hast mir das noch gegeben. Toll, und jetzt? Jetzt habe ich keine Mobs mehr. Toll. Das finde ich aber doof. Eigentlich wollte ich das jetzt noch fertig bekommen. Ja, das ist halt so, wenn man da Weltgeschichte rumeiert, gell? So, da habe ich eh schon wieder einen neuen Stack angefangen. LFM. 2DDs, ein Hehl. Ratzkraut, OSM. Ratzkraut. SM, SM. Keine Ahnung. So, euer Ziel muss ich vor euch befinden. Ich bilde mir aber ein, dass die das auch teilweise getroppt haben, oder? Oder bilde ich mir das wirklich nur ein? Das gibt's doch nicht. Kann ich noch nicht wirken? Das ist jetzt ernsthaft eine Quest, die diese Ewigkeiten dauert? Wirklich? Soll ich mich an den Elite ranwagen? 528, Alter, der hat mehr als doppelt so viel Leben wie ich. Ein bisschen mehr, geringfügig mehr. Ich probiere es. Ich wage den Schritt, weil wenn ich jetzt hier schon rumeier, dann wage ich den Schritt. So. Dann. Haha. So. Gleich wieder wurzeln. Gleich wieder wurzeln. Immer wurzeln, wurzeln, wurzeln. Wurzeln, was das Zeug hält. Allerdings habe ich hier gleich Mana-Probleme. Das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Das war eventuell doch nicht so eine gute Idee. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Der Typ bringt mich gleich um. Moonfire bleibt oben. Naja. Grimmeiche. Komm schon. Ich schaff's noch. Sehr schön. Okay, es hat mir nur Geld gegeben. Und das nicht mal viel. Und davon nicht mal viel. Ja, ja. Okay. Na gut, dann werde ich das wohl irgendwie lassen müssen.
leider Gottes. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich werde mich hier jetzt erstmal verabschieden. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg zurück. Gehen die Dinger baden? Nee, gehen sie nicht. Nö, nö. Okay, schade. Ja, ich werde mich jetzt hier erstmal ins Gasthaus wieder zurückbegeben. Werde dann hier ein paar Sachen, was ich verkaufen kann, verkaufen. Viel ist es eh nicht. Ja, und wir sehen uns dann in einer, also in der nächsten Folge wieder. Also eigentlich hätte ich einen Ruhestein verwenden können, gell? Ja, wurscht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann werden wir mal hoffentlich irgendwie die Tumora weitermachen können. Das wird dann wieder ein bisschen dauern, wahrscheinlich. Nein, nicht jetzt. Wieso greifen die einen immer an? Ja, ich war irgendwie der Meinung, dass die Tumora irgendwie nicht nur zwei Mobs droppen von drei und dann nur drei da sind. Und ja, freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin erstmal. Ciao, ciao.